Meine Damen und Herren, auf unserer Neujahrsgala wird nun der Valeria Koch-Preis übergeben. Diese Auszeichnung erhalten einerseits Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen, die eine exzellente schulische Leistung an den Tag gelegt haben und sich für die Pflege des ungarndeutschen Kulturerbes besonders engagiert einsetzen. Andererseits bekommt den Preis jedes Jahr eine Hochschulabsolventin bzw. ein Hochschulabsolvent für eindrucksvolle Diplomarbeit über ein ungarndeutsches Thema. Den Preis, der nach der jung verstorbenen ungarndeutschen Dichterin Valeria Koch benannt wurde, überreicht auf der Bühne der Vorsitzende des Bildungsausschusses der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, László Schindler, zusammen mit dem Vorsitzenden des Jugendausschusses der LDU, Emil Koch. Den Valeria-Koch-Preis erhält Matthias Markus Zigany. Der Abiturient des Valeria-Koch-Gymnasiums wurde in München geboren und lebt seit Kleinkindalter in Ratspetter in Újpestre. Familie und Umgebung stärken ihn gleichwohl in seiner ungarndeutschen Identität. Er engagiert sich auf verschiedenen Ebenen der Kulturpflege, sowohl im schulischen Rahmen als auch in seinem Heimatort. Er beteiligt sich regelmäßig an Rezitationswettbewerben, wirkt an der jährlich in mehreren Ortschaften der Baranau aufgeführten Johannespassion mit, ist Mitglied der Tanzgruppe und des traditionspflegenden Vereins von Ratspetter, spielt Waldhorn, Trompete und Klavier, tritt mit Blaskapellen seiner Bildungseinrichtung und seines Heimatdorfes an schulischen, städtischen und regionalen Veranstaltungen auf, ist Mitglied des Schulchors, der Branauer Stimmungsparade, stellt sein Können bei verschiedenen Wettbewerben erfolgreich auf die Probe, nimmt am Zentrum Jugendfilmfest abgedreht teil und ist bei ungarndeutschen Jugendcamps regelmäßig als Jugendleiter mit dabei. Lieber Matthias, wir gratulieren zum Valeria-Koch-Preis. Der Valeria-Koch-Preis 2018 geht auch an Sonja Neugy. Sonja Neugy, wohnhaft in Budapest, besucht die 12. Klasse des Deutschen Nationalitätengymnasiums im 20. Bezirk der Hauptstadt. Sie entschied sich für diese Schule ganz bewusst, weil sie deutsche Sprache und Traditionen pflegen wollte. Dieses Interesse geht bei ihr auf die früheste Kindheit zurück, vor allem aber auf die wertvolle Zeit, die sie bei ihrer Großmutter in Deutschland verbracht hat. Sonjas Engagement im Bereich der Traditionspflege ist vielschichtig. Sie ist Mitglied der ungarndeutschen Jugendtanzgruppe von Csepele, singt im Schulchor, führt auch gerne ethnografische Recherchen und nimmt an Volkskundelagern teil. Ihre Deutschkenntnisse stellt sie gerne an diversen Wettbewerben unter Beweis und um diese zu verbessern, nimmt sie gerne Stipendienmöglichkeiten wahr. Liebe Sonja, herzliche Gratulation. Mit dem Valeria-Koch-Preis wird auch Sandra Holzinger gewürdigt. Sandra Holzinger stammt aus Szücs, Bocskai-Szücs, und ist mit der ungarndeutschen Kultur und Mundart aufgewachsen. Tanz, Gesang, Musik, Theater sowie Volkskunde und Mundartforschungen bestimmen ihre Gymnasialjahre am László Lovasi-Gymnasium zu Veszprém. Nach dem Abitur schlug sie gleichzeitig zwei Wege ein. Sie lernte Schauspiel an der renommierten Schule von Mária Gornagy und studierte anschließend an der Opor Vilmos Hochschule in Weizen in Vác deutsche Nationalitäten Kindergartenpädagogik. 2017 absolvierte sie als BA-Studentin Deutsch als Nationalitätenfach an der Philosophischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest und hatte während des Studiums die Möglichkeit, am von Dr. Maria Erb geleiteten Projekt Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten mitzuarbeiten.
Ihre von Dr. Karl Mannherz betreute Diplomarbeit schrieb sie über das Thema Feste des Kalenderjahres, bedeutende Stationen des menschlichen Lebens in Sitges, in Boko in Sitges. Derzeit studiert sie als MA-Studentin Deutsch als Minderheitensprache und Literatur an der ELTE. Sandra ist auch kulturell sehr aktiv. Sie singt im Holzinger Molnar-Duo Ungarndeutsche Volksweisen und sie arbeitet auch als Schauspielerin. Seit 4 Jahren ist sie Mitglied des Ensembles des József Attila Theaters in Budapest und darüber hinaus auch Mitglied von anderen Theatergruppen. Man kann sie auch in Filmen und Serien sehen und besonders stolz ist sie darauf, dass sie auch an Filmproduktionen bzw. Projekten mit ungarndeutscher Thematik mitwirken kann. Liebe Sandra, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.